Hallo, liebe Leute des guten Geschmacks, willkommen hier zurück. Weiter geht's mit Duckworth Uppenbitch in, jetzt wollte ich Project Hospital sagen. Nein, wir sind natürlich in Two Point Hospital und weiß gar nicht, wie ich jetzt auf Project Hospital komme. Habe ich doch noch gar nicht gespielt. Steht aber auf meiner Wishlist, Leute, um jetzt mal ganz unbeschwert Werbung zu machen. So, wir haben ja in der letzten Folge ordentlich viel Ziele abgearbeitet und wir müssen jetzt weiter Ziele abarbeiten. Wir sollen eine Werbekampagne starten. Nein, ich will immer noch keine Werbekampagne starten. Ich möchte hier einen Hausmeister weiterbilden. Das möchte ich. Das ist eine gute Idee. Das werden wir machen. Wen können wir denn hier weiterbilden? Da würde ich wirklich sagen, wir nehmen die, also den einmal hier in Instandhaltung 3. Das ist gut. Gastausbilder starten. So, das haben wir. Und ansonsten sieht das ja alles soweit ganz knorke aus. Was wir auf jeden Fall machen sollten, wäre hier unten noch ein bisschen alles verschönern und ein bisschen, ja, die Umgebung halt zu machen. Schon wieder eine Marketingkampagne. Kinders, ich möchte das nicht starten. Genau, wir werden uns also darum kümmern, dass wir hier ein wenig Essen und Trinken hinstellen und natürlich auch uns allgemein um die Umgebung kümmern. So, saugfähige Snackautomaten. Und ich bin mir am Überlegen, ob wir diese Verbrennungsanlage halt hier vielleicht machen sollten. Also alles austauschen. Aber da habe ich Angst, dass es dann zu warm wird. Deswegen lassen wir es vielleicht doch lieber. Mal schauen. Neues Ziel. Start ein... Kriege ich jetzt dreimal hintereinander hier eine Marketingkampagne? Ihr wollt mich echt ärgern. Warnung, Mitarbeiterkündigung. Oh, das ist aber schlecht. Ich möchte keine Mitarbeiterkündigung haben. Ihr solltet dann vielleicht alle mal ein bisschen Lohn kriegen. Zack. So, das sollte jetzt vielleicht besser sein. Und wenn wir jetzt dann noch natürlich hier auch noch die Ziele erreichen, wäre ich ja noch glücklicher. So, wir werden mal hier ein paar Bänke kaufen. Zack. Und hier auch noch. 1, 2 und 3. Neue Marketingkampagne. Nein, und wir sollen den Strexer mit Stufe 4 erreichen. Das möchte ich auch nicht. Den VIP beeindrucken wir aber selbstverständlich. Und dann wollte ich hier hinten noch ein bisschen was machen. Nämlich hier hinten auf jeden Fall noch einen Automaten hinstellen. Na komm her. Jetzt einmal hier. Lohnt sich das vielleicht auf der anderen Seite? Nee, das ist schon okay auf der Seite. Was ist denn hier jetzt gerade passiert? Sind jetzt alle gestorben? Das ist schlecht, wenn da jetzt alle gestorben sind. So. Also, dass sie alle sterben, ist jetzt nicht gut. Personalherausforderung. Heile 10 Patienten. Ja, momentan sieht es eher nach, wir sterben hier alle aus. Befördere einen Mitarbeiter, das sollten wir auch hinkriegen. Und die Mitarbeiterkündigung ist abgewandt. Sehr gut. So. Ja, dass hier aber alle sterben, finde ich nicht in Ordnung. Beförderung machen wir. Wir kriegen wieder ein bisschen Geld hinein. Das ist gut. 50.000 und 60.000. Nächste Weiterbildung müssen wir uns dann gleich mal anschauen. Ansonsten, ja, bin ich jetzt eigentlich soweit zufrieden. Wir bräuchten vielleicht noch irgendwie Hausmeister. Hausmeister, die vielleicht auch ein bisschen was können. Dich zum Beispiel. Zack. So. Erhalte 200 Forschungspunkte, das kriegen wir hin und... Stufe 4 mit dem Megascanner. Nee, das machen wir nicht. Genau, die 3 Patienten auf der Station sollten wir hinkriegen. Da bin ich ganz entspannt. So, rein geht's in die Auszeichnung. Alles bis auf Todesfälle sollten wir kriegen. Das ist schon mal ein Anfang. Wenn Todesfälle ist klar, dass wir das jetzt nicht kriegen. Dafür sind wir einfach gerade zu schlecht. Zirkustherapie wird benötigt. Da lassen wir mal kurz den warten und schauen uns mal an, was wir denn dafür brauchen. Zirkustherapie. Da brauchen wir einen Krankenpfleger. Und wir brauchen vor allen Dingen auch Platz. Und mit Platz sieht es gerade echt unheimlich aus. Schlecht. Dafür müssten wir uns das hier hinten erstmal kaufen.
Und dann können wir hier hinten noch einen weiteren Behandlungstrakt aufmachen. Das ist nicht verkehrt. So. Dann würde ich sagen, werden wir uns hier mal noch ein paar Bänke hinstellen. Einmal hier und einmal dort. Den werden wir mal ein bisschen nach... Können wir nicht? Schade. Ah, hier ist... Die Geister sind natürlich hier schlecht. Neues Ziel. Erreiche einen Temperaturkomfort von 80%. Das sollten wir auch hinkriegen. Wir sind bei 79. Da bin ich entspannt, dass wir das hinkriegen. Da fehlt es wahrscheinlich bloß hier hinten, ja. Da können wir dann natürlich was dagegen machen. Ein Heizofen mich hinstellen. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ja. Gar nicht so verkehrt. Hier haben wir natürlich ein paar Lücken. Und mal gucken. Mal gucken. Kann sich mal jemand hier bitte um diesen Geist kümmern? Das wäre ja schon ganz knorke. Wir brauchen hier noch ein bisschen was zur Unterhaltung auf jeden Fall auch noch. Wie wäre es denn mit einem Trophäenschrank hier? Einen hier. Und einen hier hinten. Und vielleicht noch einen Zeitschriftenständer. Einen hier. Und einen... Na, da passt er gar nicht hin. Oder? Nee. Schade. Aber hier passt noch einer hin. Diese Werbeeinblendung wurde einer aufgrund da. Der Meinungsverschiedenheit zwischen Radio Two Point und da sind ja schon welche. Da brauchen wir keinen. Entfernt. Gut, wir haben ein Ziel erreicht. Das ist sehr gut. 75.000 sind wieder in unsere Tasche gewandert. Das finde ich gut. So. Weiter geht's. Was können wir als nächstes machen? Ich würde sagen, wir müssen uns um unsere Leute hier kümmern. Ich würde ja gerne diesen Chirurgen da noch weiter bilden. Haben wir nur einen? Ne, wir haben zwei, drei, wollte ich gerade sagen. Dann werden wir den Chirurgen hier mal weiterbilden. In Chirurgie 2. Machen wir das intern? Ne, wir machen das auch extern. Kurs starten. So eine Marketingkampagne wieder starten. Ich will keine. Lasst mich mit dieser Marketingkampagne in Ruhe. So. Ihr seid hier beide noch komplett unausgebildet. Die sollten wir für die Station machen. Dann werden wir dich in Stationsverwaltung 2 auf jeden Fall. Stationsverwaltung 1 auf jeden Fall reinmachen. Und das machen wir intern, das Ganze. So, hier wird weiter gegruselt. Finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich nicht in Ordnung. Gut, was ist hier? Beförderung können wir noch nicht machen, weil da würde ich warten, dass wir ein Ziel kriegen. Und eigentlich brauchen wir jetzt auch nur noch die Personalstimmung und dann haben wir alles erreicht. Und dann sind wir im dritten Stern. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir 30% einfach so hinkriegen. Nee, 20%, Entschuldigung, nicht 30%. Na, dann müssen wir mal gucken. Ich würde es noch ein bisschen versuchen rauszuzögern, dass wir das Geld nicht gleich mit vollen Händen ausgeben. Da müssen wir mal schauen. Und Leuchter machen wir hier noch eine Stufe höher. Das sieht ansonsten ganz gut aus. Die sind schon, der ist auch schon, der Medikamentenmixer auch. Und der Flüssigkeitsbeschleuniger, der ist schon in Arbeit mit einem Update. Das ist schon fertig. So, 100.000 haben wir wieder reingespült. Sehr gut. Ja, ansonsten sieht es eigentlich gar nicht so verkehrt aus. Wie gesagt, wir brauchen bloß noch die Personalstimmung. Und die würden wir wahrscheinlich über monetäre Mittel halt reinkriegen, ne? So, neue Ziele, reinige 8 Toiletten, das sollten wir auch hinkriegen. Wir haben jetzt hier mittlerweile den nächsten Raum. Und 3 Patienten in der Chirurgie heilen. Das sollten wir auch alles hinkriegen. Notfall-Disco-Fieber, ja, das nehmen wir.
der Psychiatrie wird hier auch ordentlich gewartet. Sollten wir vielleicht mal einen zweiten Chirurgen einen zweiten Psychiater einstellen? Oder wie, oder wo, oder was? Ist das eigentlich offen für... Ach, die Diagnose ist natürlich offen, da kommen die mal zu. Aber das wisst ihr ja bereits. Sucht euch andere Diagnoseabteilungen, es sind genug hier. Geht zum Beispiel nach hier hinten hin. In der Röntgenstation ist nicht wirklich viel mehr zu tun. Aber trotzdem vielleicht noch einen zweiten Psychiater hier. Epidemiewarnung, ach na klar. So, erstmal werden wir dich aber einstellen hier. Achso, und gerade ist nichts da, was wir machen können. Ach, jetzt ist aber hier auch wirklich wieder... Wenn, dann kommt alles mit einmal knass, oder? So, erstmal alles weggemacht. Epidemiewarnung. Werden wir uns mal angucken. Da ist zum Beispiel einer. Ich werden wir impfen. Und... langsam laufen lassen. Also ich bin irgendwo ein bisschen froh, wenn wir hier raus sind, ganz ehrlich. Da, hier ist noch einer. Wie viele sind es denn überhaupt? Ich habe jetzt gar nicht nur zwei haben wir noch, die infiziert sind. Es ist alles so eng und... Also mit dem Krankenhaus bin ich nicht wirklich mehr zufrieden. Da bin ich jetzt wirklich auch ganz ehrlich. Da muss ich auch nichts verschönern. Und ich bin da echt froh, wenn wir hier einen Abschluss finden, der okay ist. Aber weil das mit dem Ziel hier auch echt schwierig ist, ne? Also da... Das ist halt nicht so einfach. So. Das haben wir jetzt alles geschafft. Sehr gut. Weiter geht's. Ich habe auch das Gefühl, wir haben einfach zu wenig Hausmeister. Aber ich kann jetzt auch nicht 20.000 Hausmeister hier einstellen, bin ich der Meinung, oder? Oder sollen wir? Können wir? Müssen wir? Man könnte sich nur einen Hausmeister einstellen. Man könnte es auch sein lassen, weil hier ist ja nichts. Die sind ja... Wir haben 12 Hausmeister, das müsste doch eigentlich funktionieren. Bin ich der Meinung. Eine Beförderung. Sollen wir das machen? Ja, wir befördern. So, das haben wir. Dann kommt der Arzt hier unten, der nichts zu tun hat. Der geht jetzt in die Weiterbildung Psychiatrie. Groß starten. So. Und dann bin ich jetzt wirklich am Überlegen, ob wir sagen, wir werden mal ein bisschen Geld ausgeben. Allerdings hier 71%, na mal gucken. 70. Wir werden es nicht wirklich viel höher kriegen. Ich will keine Marketingkampagne starten. Das nervt mich mit dieser Marketingkampagne. So, ach, hier ist mittlerweile eine Warteschlange angekommen. Sehr gut. Das andere würden sich nicht freuen. Ich freue mich darüber, dass wir da jetzt eine Warteschlange haben. So, allerdings... Was mich interessiert hier, du bist bei der Radiologie, du machst Pause, okay. Die beiden sollten wir dann vielleicht auch nochmal irgendwann weiterbilden. Also, wäre sinnvoll. Wir machen ja in der Folge, wenn wir versuchen, das jetzt hier mit den 3 Sternen in den Griff zu kriegen. Das wäre mein Plan. So, dann werden wir dich mal hier weiterbilden in Diagnostik 2. Dafür nehmen wir einen Krankenpfleger. So, befördere einen Mitarbeiter, ist das nächste Ziel. Das machen wir dann. Aber erstmal werden wir schauen, dass wir hier vorankommen. So, nächstes Besuch des Bürgermeisters können wir auch machen. Chirurgie ist gleich durch hier. Mikrowellen. Das klingt schon mal nach einem Plan. So, ein Schluck Kaffee würde ich sagen zwischendrin. Prost, Leute.
Hydriert euch auch mal bitte. Frühstück in einem Nuklearreaktor aufwärmen. Das wäre immer ganz gut, wenn er das fleißig machte. So, wir haben wieder Geld bekommen. Ihr steckt euer Essen in eine radioaktive Müllmaschine. Das ist schon mal ganz nett. Denkt nach, Leute. Begrüßen Sie mit mir die Bürgermeisterin im Kartenhaus. Ja, was macht man jetzt? Mittlerweile Ausgaben von 100.000 fast. Ist natürlich nicht ohne. So, aber wir haben auch wieder Geld eingenommen. Sehr gut. Weil wir jetzt sollen wir 10 Pflanzen gießen und einen Mitarbeiter befördern. Ja gut, da bin ich jetzt auch ein bisschen entspannt. Beförderung, da ist er. Beförderung, 50.000. Das ist gut. Naja, wie gesagt, ich bin jetzt am Überlegen. Ich wage es jetzt mal. Wir werden jetzt mal hier wirklich all in gehen. Und allen Mitarbeitern mal einen ordentlichen Bonus geben. Und ihr seht, so, jetzt sollte das jetzt wirklich hier ordentlich steigen. Zack, ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich ein Fehler war oder nicht. Also wir sind jetzt bei 73%. Weiterbildung abgeschlossen. Wir werden gleich die nächste Weiterbildung starten. Und zwar hier. Behandlung 2. Wenn wir mal einen Krankenpflegerkurs starten. So, sind wir jetzt schon bei 77%. 78. Ich hoffe nicht, dass wir bei 89 oder sowas stehen bleiben. Das wäre schlecht. So, nächste Beförderung. Nehmen wir mit. Wir befördern jetzt wirklich gefühlt jeden. 80%. Ich bin gespannt. Personalherausforderung wird abgelehnt. Also was das angeht, wir müssen jetzt hier durch. So, nächstes Ziel erreicht. Sehr gut, 75.000. Neues Ziel, weiteren Mitarbeiter befördern. Wenn wir jetzt noch jemanden kriegen, 83%. Der Zeiger steht, das ist schlecht. 84, okay. Das ist gut schon mal. Oh, 110.000 haben wir jetzt. Also damit kommen, wir müssen jetzt wirklich Geld nebenbei einnehmen. Sondermeldung. 1 von 7 Patienten geheilt. Oh Gott, das ist nicht gut. 85%. Patient ist abgelevelt. 10 Pflanzen haben wir gegossen, haben ein bisschen Geld eingenommen. 85 bleibt stehen. Oh nein. Das ist schlecht. Beförderung hier. Die nächste Beförderung und dann gehen wir auch mit dir hier weiter. Weiterbildung Diagnostik 2 Krankenpflegerkurs starten. Na komm jetzt. Das muss doch jetzt noch weitergehen, oder? Oder müssen wir nochmal ein bisschen Geld investieren? Wir investieren jetzt nochmal ein bisschen. So, jetzt sind sie aber alle grün. Jetzt sollte das funktionieren, Kinders. Ihr werdet jetzt überdurchschnittlich hier bezahlt und heute nie rum. Also. Komm, 86%. Es kann doch nicht so schwer sein, jetzt wirklich hier nochmal ein bisschen Geld. Ein bisschen Zufriedenheit zu kriegen. Wenn hier schon alle anderen unglücklich sind. Komm! Das kann doch nicht so schwer sein. Bitte, bitte. 89 und? Komm, der letzte. Der letzte Zufriedenheitsprozentpunkt. Instandhaltung für die Farbtherapie erforderlich. Echt, jetzt steht der Zeiger. Ich wollte gerade sagen, jetzt steht der Zeiger auf 89%. Nein. Geschätzter Krankenhausleiter, 3 Sterne Krankenhaus, 3 Sterne Status, Glückwünsche, los, gehen Sie jetzt so anderswo hin. Das war's, mehr nicht. Wir haben Dark Wars Up ein Bild geschafft und ich bin darüber echt froh, dass wir das endlich hingekriegt haben. Nee, sehr schön.
Und dann müssen wir natürlich gucken, wo es als nächstes hingeht. Vielleicht nach zur Fist Pocket Akademie. Da müssen wir mal gucken. Wir können natürlich auch hier. Nee. Können wir nach Fist Pocket? Nein, können wir nicht, weil wir müssen das Mudbury Festival erstmal zu Ende machen. Und hier in die Bladewood Stories Studios können wir gehen. Ja, da müssen wir mal gucken, wo wir denn als nächstes hingehen. Also ich glaube, dann fangen wir schon die DLCs an. Kann das sein? Da muss ich mich jetzt nochmal belesen. Ansonsten sieht das aber alles total Bombe aus. Also wir haben jetzt wirklich hier schon viel geschafft. Ich bin da sehr zufrieden, dass wir das alles hingekriegt haben. Und ja, Freunde, ich hoffe, es hat euch hier wieder gefallen in Two Point Hospital. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Bis dahin, vergesst nicht abonnieren, kommentieren, liken, würde ich mich immer sehr drüber freuen. Und mit den Worten, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao!